herzlich willkommen zu einem neuen Broadcast. In diesem Broadcast geht es um einiges, wo war ich, ein neuer Kanal, Inso 6, was geht ab? Gut, bevor wir jetzt in die Zukunftsthemen einsteigen, wo war ich für 3 bis 4 Wochen? Also zuerst war es so, dass ich Schulstress hatte und dadurch nicht dazu gekommen bin, ein Video hochzuladen. Dann als nächstes ist meine Oma leider gestorben und dann war ich halt eben jetzt nicht so happy, ein Video aufzunehmen. Drum habe ich das mal aufgeschoben und als ich dann wieder mental so da war, dass ich wieder Videos machen kann, habe ich Corona bekommen und konnte eine Woche nicht aufnehmen, weil ich eine verschnupfte Nase hatte. Danke dafür. Ja, auf jeden Fall, wie schaut es eigentlich mit der Zukunft aus? Also was kommt jetzt für Zeug? CWL Week war ja auch dazwischen, habe ich abgebrochen, was ist jetzt los? Also, die CWL Week werde ich ein bisschen nach hinten verschieben, denn ich brauche Platz in den Osterferien, denn in den Osterferien kommt ein Projekt, das ihr vielleicht schon kennt, oder auch nicht. Ich werde es gleich ansprechen. Auf jeden Fall kommt definitiv noch eine Folge Minecraft Duels, die ich schon aufgenommen habe, oder auch eine Folge Super Mario 3D World Ultimate Mode und daneben halt die CWL Week und halt dieses Projekt in den Osterferien. Und die Specials würde ich dann auch mal gerne in Angriff nehmen, dass wir die endlich haben. Ich habe das 30 Abonnenten Special im August aufgenommen und immer noch nicht geschnitten. Zeitmanagement ist da. Egal. Auf jeden Fall, das wird euch in den nächsten Wochen erwarten. Und jetzt kommen wir zu Inso 6. Bei Inso 5 war alles relativ blöd, weil ich noch in München mit meiner Schule war und dadurch an Tag 1 und 2 nicht aufnehmen konnte. Tag 3 ging dann. Tag 4 wurde ich direkt weggeschnetzelt. Drum habe ich das auch gar nicht hochgeladen. Ich habe dafür so eine Zusammenfassung von allen Toten gemacht. Und dieses Mal denke ich, dass es besser sein wird, weil ich bin die ganzen Osterferien eigentlich zu Hause. Ich fahre nirgendwo hin oder übernachte irgendwo. Von daher sollte ich jetzt genug Zeit haben, um mich vollkommen auf Inso zu konzentrieren. Und ich werde versuchen, jeden Tag eine Folge hochzuladen. Wenn das nicht der Fall ist, wird es wahrscheinlich jeder zweite oder jeder dritte Tag werden. Eventuell mache ich auch wieder alle Tode. Schauen wir mal, wie es sich entwickelt. Ja, meinen Teampartner werde ich euch dann wahrscheinlich im ersten Part vorstellen. Und ja, kommen wir nun zu einem etwas interessanteren Thema. Ein paar von euch werden es wahrscheinlich schon bemerkt haben. Ich habe ein neues Kanal-Logo und auch einen neuen Kanal-Banner. Das Ganze liegt daran, dass ich mal was Neues haben wollte. Und darum habe ich eben in der Zeit, wo ich weg war, diesen neuen Banner gemacht. Auf diesem Banner drauf ist eine Schildkröte. Und jetzt fragt sich der ein oder andere von euch wahrscheinlich, warum eine Schildkröte? Die hat doch gar nichts mit dem Kanal zu tun. Jetzt schon. Schildkröten sind meine absoluten Lieblingstiere. Und ich habe auch noch ganz viel anderes Zeug, was ich über Schildkröten erzählen kann und Zusammenhänge. Ich mache eventuell mal ein Video so, was Schildkröten mit mir gemeinsam haben, aber auf jeden Fall habe ich die Schildkröte jetzt eben im Kanalbanner und ich habe die Schildkröte auch schon länger auf meinen Thumbnails. Ich habe nämlich überall auf den Thumbnails, wo ein Emoji drauf ist auf der Seite, also dieser neue Thumbnail-Stil in Anführungszeichen, der ist jetzt glaube ich eh schon mittlerweile 4 Monate oder so alt. Auf jeden Fall habe ich da immer so eine kleine Schildkröte versteckt, also wer eine kleine Such-Rätsel-Rally, was auch immer, machen will, kann sich das gerne anschauen. Ja, und dann gibt es noch einen letzten Punkt, nämlich ich habe einen neuen Kanal gemacht. Ich und Schnitzel HD haben schon öfters überlegt, ob wir einen eigenen Kanal machen sollen, wo wir beide halt was hochladen, wo wir einfach Platz haben für absolut dumme, behinderte Videos. Und das habe ich jetzt gemacht. Der Kanalbanner ist auch im selben Stil. Ich werde wahrscheinlich größtenteils die Videos schneiden und da werde ich einfach absolut alles raufladen, was ich einfach gerade so Lust habe. Also ein paar Trickshots werden eventuell dabei sein. Dann so, ich habe so Lego gebaut, das habe ich aufgenommen. Also da so ein paar Zeitraffern werde ich euch dort hochladen. Oder einfach so kleine Minecraft-Gags, die ich einfach zwischendurch mal aufgenommen habe. Oder einfach irgendwas im Real Life, sowas zum Beispiel wie die Saga der Reisbauern, was ich ganz am Anfang von YouTube gemacht habe. Einfach so was komplett Behindertes, was einfach
gar keinen Kontext hat. Also das hat überhaupt nichts miteinander zu tun. Und ja, Link in der Beschreibung, geht schon mal abonnieren. Und ja, genug Werbung gemacht, das war's von diesem Video. Danke fürs Zuhören und damit ciao.